Hallo, hier ein kurzes Tutorial von mir darüber, wie man bei AgileCare oder AgileCare Pro die Software updatet. Wie geht das? Das ist das Ziel, das möchte ich Ihnen hier ganz kurz zeigen. Ja, Sie bekommen eine E-Mail, da heißt es: Sehr geehrter Herr Mustermann, das neue Update für AgileCare Pro ist bereit, bitte rufen Sie die Seite auf und folgen Sie den dort beschriebenen Hinweisen. Und dann kommt dieser Link hier, der hier steht mit ulrich-mdc.de/agilecare-update-, und jetzt steht hier eine vierstellige Ziffer und Buchstabengemisch 6C7F. Was hat es damit auf sich? Eigentlich müssten Sie das gar nicht wissen, aber ich möchte die Hintergründe gerne erklären, denn in dieser E-Mail brauchen Sie nur, um das Update durchzuführen, auf diesen Link zu klicken. So, was hat es mit diesem 6CF7 zu tun? Bei Ihnen steht das natürlich ein anderer Code. Und zwar, wenn Sie die Software starten, dann sehen Sie unten in der Anwendung AgileCare, sehen Sie unten rechts eingeblendet, welches Gerät angeschlossen ist, welche Nummer das hat. Und da finden Sie hier wieder mit den rechten vier Stellen 6CF7, genauso wie hier oben. Sehen Sie das? Und hier steht Device 00006CF7 ist connected oder ist connected, Englisch. Ja, und so hängt das dort zusammen. Jetzt möchte ich gern Ihnen zeigen, wie das mit dem Update weitergeht. Sie gehen einfach auf den Link, klicken den an und kommen dann auf eine Seite. Ich trage das mal hier ein und verfolgen Sie das ruhig. Das hieß also, ich habe jetzt den Browser geöffnet und gebe jetzt ein ulrich-mtc.de slash agilecare minus update minus 6 CF7. Enter-Taste. Und da sehen wir die Seite, auf die es mir ankommt. Hier steht nochmal verfolgen, AgileCare Update 6CF7, dass ich mich ja auch nicht auf eine falsche bewegt habe. Und hier steht, dass es um das Gerät AgileCare geht mit der Seriennummer 2017 00056. Diese Seite oder diese Seriennummer können Sie an der Rückseite Ihres AgileCare-Gerätes ablesen. Und im Gerät selbst ist die sogenannte IC-Nummer, die hat die vier Nullen, dann 6CF7, genauso wie wir das hier oben auch eingetragen haben in der URL. Und da, auf dieser Seite finden Sie den Text: Diese zum Download vorgesehene Software und Dateninhalte sind nur für dieses Gerät geeignet. Also sie funktionieren auch nur auf diesem Gerät mit der Seriennummer 2017 00056 und der IC-Nummer 00006CF7. Nur dort funktioniert die. Sie finden die Seriennummer an der Rückseite des Gerätes, die IC-Nummer in Ihrer AgileCare-Software bei angeschlossenem Gerät rechts unten in der Statuszeile des Anwendungsfensters. So habe ich es Ihnen zu Beginn gezeigt. Es ist nicht vorgesehen, diese hier downloadbaren Informationen auf anderen AgileCare-Geräten zu nutzen. Also es ist nicht übertragbar, funktioniert dann auch nicht auf anderen Geräten. Sie können diese Software auf vielen PCs installieren, das geht, wo Sie immer gerade mit diesem Gerät angeschlossen sind. Aber umgekehrt geht es nicht. Es funktioniert nicht die Software auf mehreren Geräten. Dann steht hier da, was man machen soll. Update bitte wie folgt durchführen. Auf dem Computer auf Laufwerk C den Ordner AgileCare umbenennen in AgileCare Alt. Den neuen leeren Ordner, also einen neuen leeren Ordner anlegen und benennen in AgileCare. Drittens den gewünschten Link unten anklicken und dabei die ZIP-Datei downloaden. So, das machen wir jetzt. Wir gehen also hier drauf und sehen hier unten zwei Links. Das sind jedes Mal ZIP-Dateien. Ist einfach beschrieben. Und da sehen wir den Stand der Software vom 24.07. und vom 22.12. jeweils 2017. So, dann machen wir das doch einmal. Gehen wir doch einfach mal an das Laufwerk C und benennen den Ordner AgileCare um in AgileCare Alt. So, dann gehen wir hier in den Ordner und wir haben hier das Laufwerk C und finden hier einen Ordner, der heißt AgileCare.
Das ist die Anwendung, die bisher gelaufen ist, vor dem Update. Rechter Mausklick, umbenennen. Und da machen wir draus Agile Care Alt. Enter-Taste. Jetzt gibt es also keinen Agile Care Ordner mehr, keinen Agile Care Ordner mehr. Das ist rechter Mausklick in den freien Raum und sagen Neu und sagen Ordner. Und das lesen wir hier unten, neuer Ordner. Und da schreiben wir rein für den neuen Ordner Agile Care. So, jetzt gibt es wieder einen Agile Care Ordner. Wenn wir die entsprechend alphabetisch sortieren, dann gibt es also wieder Agile Care. Wenn wir da hineinsehen, ist er natürlich leer. Völlig klar. So, und da soll die Update-Software hinein. Und jetzt gucken wir wieder auf unsere Seite, wie soll es weitergehen. Wir haben also Agile Care umgewandelt in Agile Care Alt, haben einen neuen Agile Care Ordner erstellt und gehen jetzt auf den Link, zum Beispiel hier vom 22.12.2017, klicken einfach hier auf den Link und dann erfolgt, wir können es hier bei dem Browser sehen, links unten ganz kurz war es eingeblendet, ein Download und als der ZIP sozusagen hat Inhalt all dieser Dateien. Ich schließe das mal, das brauchen wir jetzt gar nicht. Und gehen wieder auf unser Laufwerk C, jetzt aber auf die Seite Download oder dorthin, wo Ihr Browser das hingeladen hat. Sehen schon hier die Datei. Wir sehen hier wieder, die ist vom Namen her aufgebaut, das Agile Care minus 6CF7. Wir finden das also wieder. Und hier finden wir das Datum 2017 12.22.zip. Das heißt, es sind mehrere Dateien drin zusammengefasst. So, rechter Mausklick, Kontextmenü und dann sagen wir extrahieren und extrahieren nach. So, wie machen wir das? Hier steht Extract Files. Und jetzt sollen wir ja nicht an diese Stelle gehen und die Files, sondern wir wollen sie ja in unseren leeren Ordner Agile Care bringen. Und deshalb gehen wir hier bis C:// Backslash, schreiben dahin Agile Care. Ja, das finden wir ja auch nochmal. So, jetzt steht das da. Wir hätten das auch aussuchen können hier in rechts in diesem. Dann können wir also auf Laufwerk C gehen und finden dort Agile Care. Ja, das ist identisch, das Vorgehen. Und sagen OK. Und hier gibt es einen ganz kurzen Moment. Und in dem kurzen Moment ist es auch dann extrahiert worden. Gehen wir auf das Laufwerk C, gehen dort auf Agile Care und sehen jetzt diese vielen Dateien hier. Und jetzt ist eigentlich schon alles erledigt. Wir können jetzt ohne weiteres durch Doppelklick auf Agile Care App. Jr. Durch Doppelklick mit links die Software starten und Sie sehen, die Software startet. Wenn Sie zunächst das vorher auf Ihrem Desktop hatten, ja, dann, Moment, wenn Sie es auf dem Desktop hatten, irgendwo hier ein Icon, dann funktioniert das jetzt auch, denn der ist ja vorher schon auf Agile Care Ordner orientiert gewesen, das funktioniert also auch, da müssen Sie nichts ändern. Ja, soweit zu diesem Vorgehen, wie das funktioniert mit dem Update für ein Beispiel mal gerechnet und oder vorgeführt. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, wie das mit anderen Browsern funktioniert. Das war also hier der Google Chrome Browser, mit dem das funktioniert. Und jetzt starten wir mal einen anderen, nämlich suchen wir mal raus den Mozilla Firefox als Beispiel. So, das dauert einen kleinen Moment, bis der sich öffnet. Ich bevorzuge ja den Google Chrome Browser, aber viele benutzen auch noch den Firefox und wollen wir mal sehen. Scheint sich noch nicht. Da ist. Er will sich nicht. Ach ja, hier. Er ist geöffnet. Ja. Ich nutze ihn nicht als Standardbrowser und trage jetzt hier oben ein, wenn Sie sich erinnern, Ulrich,
mtc.de Agile Care minus Update minus 6CF7. Wer den Firefox als Standardbrowser hat, der braucht das nicht. Bei dem erscheint das mit Klicken auf die E-Mail. Genauso wie es bei mir mit Klicken auf die E-Mail, auf den Link passiert, dass sich der Browser im Google Browser öffnet, Google Chrome Browser, und hier kommt man eben auf diese Seite. Sie sehen, ist identisch die Seite, nur jetzt im Firefox. Ja, was ist jetzt anders? Jetzt will ich auch hier dieses herunterladen. Ja, ich habe drauf geklickt und da fragt er jetzt hier nochmal ab, möchten Sie das öffnen oder möchten Sie es nur speichern? Ich sage, ich möchte es speichern. Ja. So, und schon ist es gespeichert. Und rechts oben ist ja ein Pfeil für das Download. Und wenn ich da drauf klicke, ja, dann weiß ich, und hier gibt es alle Downloads anzeigen, dann weiß ich, wohin er das gebracht hat. Nämlich wiederum in Downloads, aber das vom Firefox. So, und dann kann ich hier einen rechten Mausklick drauf machen und kann sagen, Zielordner öffnen. Da sehen wir jetzt hier dieses wieder nochmal heruntergeladen, deshalb in Klammern mit 1, weil ich habe es ja vorhin mit Google Bar gemacht. Dann rechter Mausklick, Extract Files und hier wieder das gleiche. Hier suchen wir wieder Laufwerk C, gehen in Agile Care und würden jetzt auf OK klicken. Dann bringt er das noch einmal dorthin, aber wir haben es ja schon gehabt mit dem anderen Browser. So, ich lösche das mal hier im Download. Denn ich möchte Ihnen das auch noch zeigen, wie das mit dem Internet Explorer funktioniert. Denn das ist ja auch an vielen Stellen noch ein So, hier steht Microsoft Edge. Das ist der Internet Explorer. Da klicke ich drauf. Dann startet der. Ist auch ein Browser. Arbeiten ja im Prinzip alle gleich, bloß der eine nimmt diesen, der andere nimmt jenen. Und jetzt trage ich hier in diese Zielzeile trage ich wieder ein, ulrich-mtc.de-agilecare-update-6cf7. Muss eine 7 werden. So. Auch das brauchen Sie nicht einzutragen, sondern nur in der E-Mail auf den Link zu klicken. Sie kommen auf die Seite, Sie sehen hier, sie sieht also ganz genauso aus, selbstverständlich. Klicken auf diesen Link, den Sie haben wollen, womit Sie sozusagen Ihr Update ausführen mit dem Stand vom 22.12.2017. Sie könnten auch den unteren nehmen, aber wir nehmen wieder mal diesen. Klicken und jetzt fragt er hier speichern. Was möchten Sie also machen? Speichern. So, und dann macht er den Download. Hier ist es nochmal ganz kurz angezeigt. Hier kann man auf Ordner öffnen gehen. Ist also etwas anders. Und sehen hier wiederum in dem Unterverzeichnis Downloads sehen wir diese Datei, die wir schon kennen. Rechter Mausklick, Extract Files. Und dann suchen wir uns hier wieder raus Agile Care. Dort soll es ja hin. Und gehen auf OK. Ich führe es nicht durch, weil ich ja schon dorthin extrahiert habe mit einem anderen Browser. So, das war das soweit und ich finde, dass das einfach ist, aber manchmal ist es im Detail. Sollten Sie trotzdem nicht klarkommen, mir eine kurze E-Mail schreiben über ulrich-mtc.de/support, dann reagiere ich schnell und kann Ihnen helfen. Ich hoffe, es war verständlich und einfach genug, dass Sie es in die Praxis umsetzen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Tutorial.